Genau der Schakal, den ich gesucht habe. Ah, Shere Khan. Schön, dich zu sehen. Ich war gerade dabei, deine Höhle aufzuräumen. Die Reste meiner Mahlzeit zu fressen, meinst du wohl? Aber wir hatten eine Abmachung schon vergessen. Du hast gesagt, ich dürfte... Richtig. Aber ich habe auch gesagt, dass du mir eines Tages einen Gefallen erweisen musst. Ja, ouch. Und dieser Tag ist nun gekommen. Ich habe gehört, dass Mowgli vorhat, seine Familie zu besuchen. Du meinst die Wölfe, die ihn großgezogen haben? Ja, genau. Und wenn er dort ist, wird er feststellen, dass sein Bruder und sein Schwesterchen spurlos verschwunden sind. Natürlich macht er sich auf die Suche nach ihnen. Aber wieso sind sie denn verschwunden? Hier kommst du nun ins Spiel. Ich gehe jetzt. Ich kann es kaum erwarten, meine Familie wiederzusehen. Weißt du, ich habe die Wölfe schon lange nicht mehr gesehen. Hey, ich habe eine tolle Idee. Warum kommt ihr nicht einfach mit? Es wäre mir ein Vergnügen, Mowgli. Toll. Was ist mit dir, Baloo? Oh. Baloo. Was? Oh, ja, ja, natürlich. Sehr gern. Geht nur los. Ich werde euch schon einholen. Hast du dich gut versteckt? Ich komme jetzt. Ich kann dich sehen. Tabaki, du hast mich erschreckt. Was willst du denn hier? Ich würde gern ein bisschen Spaß mit meinen Lieblingswolfskindern haben. Das ist so unfair. Mit mir will nie irgendjemand spielen. Also gut, von mir aus. Du kannst mit uns spielen. Klasse. Ihr versteckt euch, ich werde euch suchen. Da rein, in den hohen Baumstamm. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach euch. Bala, Lali, seid ihr hier? Hallo, wo seid ihr? Lali, Bala? Tja, wo könnten sich diese Wolfskinder wohl versteckt haben? Ich glaube, sie sind hier drin. Oh, ihr Kleinen. Ja, sehr komisch. Jetzt bin ich mal dran. Ihr müsst jetzt mich suchen. Gleich sind wir da. Ja, wir sind gleich da. Aber wo bleibt denn Baloo? Mowgli, gut, dass ihr kommt. Bala und Lali sind verschwunden. Oh nein! Gerade waren sie noch hier und plötzlich sind sie weg. Sie sind bestimmt nicht weit weggelaufen. Wo ist der Ruka? Er würde sofort ihre Fährte finden. Ich weiß, aber er ist auf der Jagd. Keine Sorge, Raschka. Bagheera ist auch ein guter Spurensucher. Du alarmierst der Ruka und wir machen uns sofort auf die Suche nach den beiden. Vorwärts, Bagheera! Wo immer die Wolfskinder hingehen, der Menschenjunge wird ihnen folgen. Er fühlt sich verpflichtet, die beiden zu suchen. Und dann gehört der Bursche endlich mir. Ich hab dich! Ich hab dich! Ich mag nicht mehr Verstecken spielen. Dann spielen wir was anderes. Von mir aus? Wie wär's mit einem Wettlauf? Raschka, ist was passiert? Bala und Lali sind verschwunden. Was? Es sind die Kinder. Und noch etwas. Unverkennbar der Geruch eines Schakals. Tabaki. Oh, dieser Bart ist so klebrig. Und wohin laufen wir jetzt, Tabaki? Wird nicht verraten. Das ist eine Überraschung. Kommt weiter. Hier entlang. Na, kommt sofort da raus. Ihr zerstört ja die Fährte. Also, was ich damit meinte, war, ihr werdet ganz nass und könntet euch schwer erkälten. Uns reicht es jetzt mit dem Spielen im Dschungel. Wir wollen nach Hause. In Ordnung, kein Problem. Lauft mir einfach hinterher. Ist das nicht die falsche Richtung, Tabaki? Nein, nein, ich kenne eine Abkürzung. Keine Sorge, wir werden in 0, nichts dort sein.
merkwürdig. Es kommt mir vor, als sei die Fährte mit Absicht gelegt worden. Aber aus welchem Grund sollte Tabaki die beiden hierher führen? Weiß ich auch nicht. Es sei denn, es hat etwas zu tun mit seinem Freund. Shere Khan, ich bin ganz müde und sehr hungrig. Ja, natürlich bist du das. Darum legen wir hier einen Zwischenstopp ein. In der Höhle gibt es Wasser und was zu fressen. Die Spur endet hier. Sie müssen ins Wasser gesprungen sein. Nein, warte, sie sind hier an Land gegangen. Und nicht mehr weit weg. Und Shere Khans Höhle ebenfalls nicht. Tabaki hat die beiden zu Shere Khans Höhle geführt. Und er hat gewusst, dass ich ihn folge. Sein Plan hat funktioniert und zwar hervorragend. Noch nicht. Er weiß ja nicht, wann ich auf die Suche nach den beiden gehe. Und er weiß schon gar nicht, dass du mich begleitest. Sagt, rein in die Höhle. Sorgt dafür, dass sie nicht entkommen. Sag schon, was siehst du? Wie befürchtet, Shere Khan hat die beiden. Bagheera, wie kannst du es wagen, in mein Revier einzudringen? Also, was willst du hier? Ich habe gehört, du hast zwei Wolfskinder entführt, Shere Khan. Ein mieser Trick, selbst für jemanden wie dich. Du Elender. Hey! Hört dann nicht auf! Bleibt ohne Sein! Menschenjunge. Lauf, Mowgli, lauf! Shere Khan, ich weiß, dass du mich willst. Ja, ganz recht, Menschenjunge. Ich wusste, du würdest kommen, um deinen Bruder und deine Schwester zu retten. Weil sie meine Familie sind, Shere Khan. Familien halten immer zusammen. Mag sein, aber ich habe die Befürchtung, du wirst deine Familie nie mehr wiedersehen. Halt! Wenn du ihn angreifst, greifst du mich an, Shere Khan. Oh, da ist ja ein weiteres Familienmitglied. Dich nehme ich mir später vor. Das träumst du aber nur, Shere Khan. Wir sind alle eines Blutes und wir kümmern uns umeinander. Stolz auf dich. Das wäre mir nie ohne Bagheera gelungen. Natürlich. Danken wir auch dir, Bagheera. Oh, nicht doch. Hallo zusammen. Ich wurde aufgehalten. Tut mir leid. Was? Habe ich irgendetwas verpasst? Was ist denn daran so komisch? Und das wäre alles so einfach gewesen.